Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, jetzt kommen wir zu einem sehr speziellen Thema. Das ist die Rekonstruktion, also die Umkehrung der Kurvendiskussion. Warum Umkehrung der Kurvendiskussion? Bei der Kurvendiskussion ist es ja so, dass wir eine Funktion gegeben haben, nennen wir diese Funktion f von x ist gleich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wie jetzt die Funktion genau aussieht, ist jetzt an dieser Stelle mal uninteressant. Entscheidend ist, dass die Funktion gegeben ist und wir möchten gerne wissen, wie der Graph dieser Funktion aussieht. Ob das eine Parabel ist oder ob das ein Polynom dritten Grades ist. Jetzt ist es genau umgekehrt. Wir kennen einige Eigenschaften von unserer Funktion. Sagen wir, da ist ein Tiefpunkt, da ist ein Wendepunkt, da ist eine Nullstelle. Und anhand dieser Eigenschaften von der Funktion möchten wir den Funktionsterm berechnen, also die Funktion an sich. Dabei gibt es ein ganz festes Schema, wie man vorgehen kann. Und dieses Schema möchte ich jetzt gerne hier erstmal demonstrieren. Zu Beginn müssen wir erstens den Funktionstyp aufschreiben. Was ist damit gemeint mit dem Funktionstyp? In der Aufgabe steht irgendwie drin, ob zum Beispiel eine ganz rationale Funktion dritten Grades gesucht ist. Dann wissen wir automatisch, f von x ist gleich, und da es eine Funktion dritten Grades ist, ist der höchste Exponent in dieser Funktion x hoch 3. Also a x hoch 3 plus b x Quadrat plus c x plus d. Und für die Buchstaben a, b, c, d könnten in der Funktion ja wirklich tatsächlich Zahlen entsprechend stehen. Und diese Zahlen sind übrigens auch gesucht. Das heißt, Ziel der Aufgabe ist es, einen Wert für a, b, c bzw. d rauszufinden. So, jetzt steht hier in Klammern dazu, dass man die Symmetrie beachten soll. Das würde sich folgendermaßen auswirken. Angenommen, wir wüssten, dass diese Funktion punktsymmetrisch ist, dann wissen wir auch definitiv, dass in dieser Funktion keine geraden Exponenten vorhanden sind. Sprich, dieses bx² ist schon mal nicht vorhanden und eine Funktion, die punktsymmetrisch zum Ursprung ist, hat auch hier hinten kein absolutes Glied. Das heißt, hier müssen wir unser Wissen anwenden, was wir über Funktionen bezüglich ihrer Symmetrie wissen. Sprich, punktsymmetrische Funktionen haben keine geraden Exponenten, achsensymmetrische Funktionen hätten keine ungeraden Exponenten. Als nächstes müssen wir zweitens die Funktion zweimal ableiten. Also diese Funktion, die hier noch in allgemeiner Form entsprechend steht, zweimal ableiten. Ich mache das mal hier schnell exemplarisch an diesem Beispiel. Also f' von x ist gleich. Jeder Buchstabe, nach dem wir jetzt nicht ableiten, ist wie eine Konstante zu behandeln. Da wir momentan nach x ableiten, sind die Buchstaben a, b, c und d wie Konstanten zu behandeln. Das a ist demzufolge eine Konstante, die multipliziert wird, die bleibt in der Ableitung erhalten. Also a mal die Ableitung von x hoch 3, den Exponenten davor schreiben und anschließend um 1 verringern. Also die Ableitung von x hoch 3 ist 3x² plus bx². B ist wieder eine Konstante, die multipliziert wird und die Ableitung von x² ist 2x. Plus die Ableitung von cx wäre c, vergleichbar damit, da die Ableitung von 5x ja auch 5 wäre. Also, da
entsteht an dieser Stelle ein C. Und das D hier hinten ist eine Konstante, die in diesem Fall addiert wird. Und diese fallen ja beim Ableiten weg. So, jetzt würde ich gerne hier die erste Ableitung von der Reihenfolge ja noch ein bisschen anders schreiben. Und zwar das A würde ich gerne hinter die 3 schreiben. Wir erhalten 3ax² plus das B hinter die 2, 2bx plus das C. So, die zweite Ableitung gleich hinterher. f2' von x ist gleich. 3a ist eine Konstante, die multipliziert wird, bleibt erhalten. Die Ableitung von x hoch 2 wäre 2x plus 2b ist eine Konstante, die multipliziert wird, bleibt also erhalten. Genauso wie wir hier oben gesagt haben, die Ableitung von cx wäre c, deswegen ist die Ableitung von 2bx entsprechend 2b. Und das plus c als Konstante, die addiert wird, fällt in diesem Fall eben weg. So, auch hier nochmal eine kleine Vereinfachung. 3 mal 2 wäre 6, mal a wäre 6a und das x hängen wir hinten dran. Also 6ax plus 2b. Und schon haben wir unsere ersten zwei Ableitungen gebildet. Als nächstes müssen wir drittens aus den Merkmalen Ansätze entwickeln. Merkmale, das sind die Informationen, die wir über die Funktion in der Aufgabe entsprechend haben. Sprich, da ist eine Nullstelle, da ist ein Extrempunkt und so weiter. Und aus diesen Informationen müssen wir entsprechende Ansätze aufschreiben. Wie das genau geht, werden wir im nächsten Kapitel mal allgemein sprechen und später auch konkret in den Aufgaben dann sehen. Wenn wir die Ansätze dann haben, müssen wir viertens aus den Ansätzen Gleichungen entwickeln. Auch das werden wir später in den Aufgaben genau sehen, wie das funktioniert. Die Gleichungen, die wir hier unter dem Schritt Nummer 4 erhalten haben, bilden insgesamt ein Gleichungssystem. Und dieses Gleichungssystem wird im nächsten Schritt gelöst, also fünftens Gleichungssystem lösen. Und die Lösung von diesem Gleichungssystem, das sind entsprechend unsere Werte für a, b, c und d. Und genau diese Zahlen können wir an diesen Stellen einsetzen und haben dann unsere Funktion, die genau die Eigenschaften hat, die ursprünglich in der Aufgabe gefordert sind. So, ich werde das komplette System nochmal zusammenfassen. Ganz am Anfang müssen wir den Funktionstyp aufschreiben und da haben wir entsprechend die Information im Text. Das heißt zum Beispiel, gesucht ist eine ganz rationale Funktion dritten Grades. Da wissen wir automatisch, dass die Funktion allgemein diese Form hat. Sie beginnt ganz vorne mit einem x hoch 3, danach folgt x Quadrat, danach x und danach könnte noch eine Zahl folgen. Und bei den Variablen x, x Quadrat, x hoch 3 könnte auch noch eine Zahl dabei stehen und das wird hier angedeutet mit a, b und c. Ansonsten sehen wir jetzt hier noch in der Klammer, dass die Symmetrie zu beachten ist. Wirkt sich folgendermaßen aus. Wenn wir wissen, dass die Funktion punktsymmetrisch ist, dann ist ja auch klar, dass diese Funktion nur ungerade Exponenten hat. Und demzufolge dürfen wir alle geraden Exponenten wegstreichen und ein eventuell vorhandenes absolutes Glied darf dann auch nicht da sein. Während, wenn wir wissen, dass die Funktion achsensymmetrisch ist, dann darf sie ja nur gerade Exponenten haben. Und demzufolge dürfen wir alle ungeraden Exponenten wegstreichen. Allerdings, hier hinten ein absolutes Glied muss vorhanden sein. Bei dem, was ich gerade erzählt habe, beziehe ich mich auf Wissen, das wir im Rahmen der Kurvendiskussion erworben haben. Falls da nochmal irgendwelche Probleme sind oder Unklarheiten, dann vielleicht diese DVD nochmal genau nachschauen und da speziell im Kapitel Symmetrie. Ansonsten geht es hier weiter, dass wir diese Funktion, die wir hier haben, zweimal ableiten müssen. Da entsprechend beachten den Umgang mit den Konstanten a, b, c und d, die ja entweder multipliziert werden und in dem Fall erhalten bleiben oder addiert werden oder subtrahiert werden und dann entsprechend wegfallen. So, wir haben auf jeden Fall die ersten zwei Ableitungen. Als nächstes müssen wir unter drittens aus den Merkmalen, aus den Informationen, die wir über die Funktion aus dem Text entsprechend haben, mathematische Ansätze entwickeln. Wie das genau geht, werden wir im nächsten Kapitel uns nochmal betrachten. Und dann aus diesen Ansätzen Gleichungen entwickeln. Und diese Gleichungen ergeben insgesamt ein Gleichungssystem, welches wir dann lösen müssen, zum Beispiel mit Additionsverfahren oder Einsetzungsverfahren oder Gauss
je nachdem, was einem an dieser Stelle am besten gefällt. Und dann bekommen wir als Lösung von dem Gleichungssystem unsere Werte für a, b, c und d, die wir nur noch an den entsprechenden Stellen einsetzen brauchen, und schon ist die Funktion fertig. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapper-Welt. Hier auf YouTube gibt es ja Film- und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.